Wenn man das Geschehen in Wirtschaft und an den Finanzmärkten der letzten Jahre in einem Satz zusammenfassen will, könnte man sagen, die Notenbanken haben durch Nullzinspolitik und Gelddrucken versucht, die Wirtschaft zu unterstützen. Die Folge war eine massive Vermögenspreisinflation, also die Aktien und Immobilien sind nach oben geschossen und die Betriebsvermögen nicht, aber die Preise der Realwirtschaft, die sind weiter unten geblieben. Dann änderte sich das die ganze Geschichte, erstens durch die Ausweitung der Geldmenge, das war die Voraussetzung, dann kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg und bums, hast du plötzlich eine Inflation, also müssen die Notenbanken gegensteuern, heben die Zinsen an, verknappen die Liquidität, mit der Folge, dass die Assetpreise, also die Vermögenspreise von Aktien und Immobilien fallen und alle sprechen jetzt derzeit von einer Rezession der Realwirtschaft, aber faktisch haben wir eine Art Rezession der Assetpreise derzeit, also dass wir fallende Preise sehen für eben Aktien und Immobilien. Und das Dilemma der ganzen Geschichte ist, du kriegst den Geist, den du aus der Flasche gelassen hast, nicht mehr eingefangen. Es gibt keinen Free Lunch, denn die Notenbanken haben jetzt zwei Alternativen. Entweder wir lassen die Inflation laufen, dann werden wir sowieso eine fette Rezession auch der Realwirtschaft haben. Warum? Weil die Konsumenten sich den Konsum nicht mehr leisten können, dadurch aus dem Konsum kippen, dadurch geht die Wirtschaft so oder so in eine Rezession. Und wenn die Notenbanken weitermachen mit restriktiver Geldpolitik, dann werden die Assetpreise weiterfallen, also Aktien und Immobilien. Das wiederum hat negative Rückkoppelungseffekte auf die Wirtschaft und wir gehen auch in eine Rezession. Also wie man es auch immer macht, man zahlt den Preis dafür für praktisch den Vollrausch, den man durch Liquidität sich zunächst mal gegönnt hat. Am nächsten Tag kommt dann das Kopfweh, das kennen wir alle und wir wollen uns die Dinge mal anschauen, wie sie derzeit gelagert sind. Hier etwa sagt Sven Henrik, wir haben jetzt ein riesiges Thema, nämlich, komm, wartest du eine Stunde, schon kommt vielleicht diese Grafik, gell? Mein Rechner hat scheinbar hier ein kleines Problem. Da ist sie, meine Damen und Herren. Jedenfalls sagte Sven Henrik, zunächst mal hat die Fed ja ein duales Mandat und andere Notenbanken meistens auch, nämlich Preisstabilität auf der einen Seite und Vollbeschäftigung. Erst haben sie praktisch panisch Geld gedruckt, um die Wirtschaft zu stützen und damit letztendlich auch Jobs erhalten zu können. Dann mussten sie praktisch panisch auf die Bremse treten, um die Preise zu stabilisieren, mit der Folge, dass Millionen von Menschen wieder arbeitslos werden. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das ist die geniale Strategie der Notenbanken, die letztendlich uns das ganze Schlamassel eingebrockt haben. Wir haben es nicht anders gewollt, das muss man leider dazu sagen. Und jetzt spricht die ganze Welt inzwischen, die Wall Street vor allem jetzt über, naja, die Gefahren einer Rezession der Realwirtschaft, aber faktisch haben wir wahrscheinlich eine Rezession eben der Assetpreise, der Vermögenspreise und ich denke, das wird sich dann eben auch in eine Rezession der Gesamtwirtschaft, der Realwirtschaft übersetzen lassen, denn die Notenbanken wollen weitermachen. Das hat Lagarde heute nochmal gesagt, unsere glorreiche EZB-Chefin. Stay the course is my mantra on monetary policy, sagt diese gute Lagarde, die die Inflation nicht hat kommen sehen. Erst dann gesagt hat, die ist bald wieder weg, dann hat sie festgestellt, na, ist nicht wieder weg, also müssen wir jetzt voll auf die Bremse treten und hier unten sehen wir Viagra-artige Anstiege der Zinsen in den USA, in Europa, aber nicht in Japan, aber die werden auch bald nicht mehr anders können. 4% Kerninflation in Japan, wer hätte das vor 3 Jahren gedacht? Oder auch Larry Summers, der in Davos gesagt hat, der Ex-US-Finanzminister, naja, wir dürfen die Kontrolle nicht verlieren, sonst haben wir so eine fette Rezession wie in den 1970er Jahren, als die Notenbanken ja auch zu früh wieder die Zinsen gesenkt hatten. Das war das große Problem, dass erst Zinsanhebungen kamen, die Wirtschaft fiel in eine Rezession, dann hat man die Zinsen wieder gesenkt, die Wirtschaft hat sich wieder erholt, aber man hatte das Inflationsproblem wieder gehabt und wie auch immer, die Notenbanken sind jetzt in diesem Dilemma, sie müssen letztendlich diesen Kurs weitermachen, weil er wahrscheinlich das geringere Übel ist in der derzeitigen Situation, denn wenn sie es nicht tun und das zeigt das Beispiel Großbritannien ganz besonders deutlich, gut, da gibt es noch mal ein bisschen Sonderfaktor, vielleicht noch Brexit, aber da ist das alles nur noch ein bisschen überzeichnet. Wir sehen heute zum Beispiel miserabelste Daten des Konsums, des Einzelhandelsumsatzes in UK. Wir haben den größten Rückgang des Konsums seit Aufzeichnung der Daten seit 1997 in Großbritannien jetzt gehabt. Das Einzige, was wirklich nachhaltig gestiegen ist, sind die Ausgaben für Alkohol und Tabak. Also da sehen wir schon, was los ist. Aber das ist genau der Punkt, wenn die Notenbanken das nicht machen,
kippen die Konsumenten zunehmend aus dem Konsum, den sie sich nicht mehr leisten können. Und dann haben wir ein Problem. Jetzt haben wir aber das Problem, dass natürlich durch diesen Free Lunch, den man sich glaubte gönnen zu können, also durch die massive Verschuldung, durch das Gelddrucken, natürlich die Schulden sehr, sehr hoch sind. Die Amerikaner mussten in 2022 475 Milliarden Dollar Zinsen zahlen. Das ist 3,2% des BIPs. Jetzt gibt es ja diese Geschichte mit der Schuldenobergrenze. Hier sehen wir die Credit Default Swaps, die Kreditausfallversicherungen für ein Jahr jetzt deutlich nach oben geschossen. Aber das ganz große Problem ist natürlich, der Haushalt, der Staat in den USA hat 31,4 Billionen Schulden. Die werden 2024 dafür schon mal 1,2 Billionen Zinsen zahlen müssen. Man hat wahrscheinlich Steuereinnahmen von knapp 5 Billionen. Man macht jährlich ein Defizit derzeit von 1,4 Billionen. Wird wahrscheinlich 2023 2 Billionen ein Defizit haben. Und hier fragt ein Twitter-Kommentar, würdest du in ein solches Business investieren? Gesamtverschuldung 31 Billionen. Assets, die du also praktisch dagegen stellen kannst, 4,8 Billionen, du hast 4,9 Billionen jährliche Einnahmen, du machst 1,4 Billionen jährlich Verlust. Würdest du in ein solches Unternehmen investieren? No, wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, zeigt so ein bisschen dieses ganze Ponzi-Schema, wie es funktioniert. Und jetzt haben wir natürlich nicht nur diese Verschuldung, sondern wir haben auch verschuldete Konsumenten, die jetzt schon durch die Inflation weniger konsumieren können. Und dementsprechend jetzt die Rezession sehr, sehr wahrscheinlich, weil man eben weniger konsumieren kann. Hier sehen wir die Professional Forecasters, die Prognostiker, die waren sich selten so einig, dass eine Rezession kommt. Die einzigen, die das nicht so wirklich glauben, das ist die Fed. Esther George hat das heute nochmal gesagt, die allerdings jetzt ausscheiden wird bei der Fed. Und der Bank of America macht nochmal das Argument, warum wir eine Rezession sehen. Die Amerikaner haben jetzt die niedrigste Sparquote seit den 1930er Jahren, gleichzeitig die höchste Verschuldung für ihren Konsum. Die leben auf Pump gewissermaßen, die Inflation bringt sie unter Druck, also machen sie neue Schulden auf Kreditkarte. Diese Kreditkarten sind mit 20% verzinst, also das wird auf Dauer nicht gehen, das wird schon absehbar nicht mehr gehen. Die Ersparnisse dürften bis Mitte des Jahres dann durch diese Helikopterschecks weitgehend weg sein. Und das wird bedeuten, dass das, was uns der Empire State Index und der Philadelphia Fed Index sagen, nämlich die Real Activity Components, die zeigen schon den Weg noch weiter nach unten. Wir sind da noch lange nicht durch. Das Ärgste in Sachen Rezession oder in Sachen Abschwung wird noch kommen. Wir sehen das ja schon zum Beispiel am Immobilienmarkt, der ja so profitiert hat, ob in den USA, ob in Europa, letztendlich weltweit die Immobilienpreise ins Gigantische gestiegen. Jetzt sehen wir 11 Monate in Folge zum Beispiel Verkäufe bestehender Häuser in den USA. Das macht etwa so 80% des gesamten Immobilienmarkts aus. Also Häuser, die praktisch weiterverkauft werden. 11 Monate in Folge, muss man sich mal vorstellen. Und wenn ein Amerikaner jetzt in dieser Situation sich ein Haus kaufen will, dann muss er durchschnittlich 46,4% seines Einkommens bezahlen oder Median bezahlen, um praktisch sich eine solche monatliche Rate überhaupt gönnen zu können. Also die Hälfte des Gehalts würde da schon mal weggehen. Das ist absoluter Rekord. Dementsprechend brechen natürlich die Transaktionen dort ein. Wir sehen auch in den USA jetzt den größten jemals verzeichneten jährlichen Rückgang eben der Existing Home Sales, also der Verkäufe bestehender Häuser. Aber das ist auch in Europa der Fall, in Deutschland Immobilienpreise fallen, selbst in Großstädten. Die Transaktionen haben sich halbiert im Vergleich im vierten Quartal in Deutschland, am Immobilienmarkt insgesamt im Vergleich zu den letzten 5 Jahren. In Schweden, Dänemark, überall sehen wir diese massiven Einbrüche. Und Schweden ist ja so ein Paradebeispiel für Immobilienblase. Warum? Weil die Leute haben sich Häuser gekauft, mussten dafür natürlich Kredit aufnehmen, aber haben diesen Kredit nie zurückbezahlt, sondern haben einfach nur Zinsen bezahlt, aber eben nicht wirklich die Schuld getilgt. Und jetzt sehen wir, dass eben die Preise deutlich unter Druck kommen. Jetzt ist alles, was praktisch durch die Pandemie nochmal an Asset-Price-Inflation der Fall war, wieder ausgepreist. Und hier sehen wir mal die Debt-to-Income-Ratio, also praktisch die Verschuldung der Haushalte in Relation zu ihrem Einkommen. Und da ist ganz oben
Norwegen, Australien auch super fette Immobilienblase, Schweden dicke, dicke Immobilienblase, Kanada sehr fette Immobilienblase, UK auch eine dicke Immobilienblase. Dann kommt die Eurozone, weniger dick, aber da gibt es auch einige Länder mit Immobilienblase und die Amerikaner sind da noch relativ moderat aufgestellt. Also das zeigt, dass das auch ein Riesenthema wird. Nicht nur ist es so, die Verschuldung ist so hoch, dass die Zinsen nicht lange oben bleiben können. Deswegen haben die Notenbanken jetzt wahrscheinlich nur einen einzigen Schuss, die Inflation nach unten zu kriegen. Du kannst jetzt nicht 5 Jahre 5% Zinsen haben, sonst ist hier Dunkeltuten und gleichzeitig hast du eben diese gigantische Vermögenspreisblase, die, wenn sie platzt, sowieso alles mit sich reißt. Also was tun? Wie kann man diese ganze Geschichte in den Griff kriegen? Hier sehen wir mal, dass die Amerikaner vor allem auch bei ihren Aktienmärkten eine Blase haben. Die US-Marktkapitalisierung 41% der ganzen Welt. Jetzt sagt man, ja gut, die haben Google, die haben Microsoft und so weiter, sind da dominierend, ja, in der westlichen Welt, aber in Asien, in anderen Ländern, die oder in anderen Regionen, die jetzt immer mehr, immer wichtiger werden, schon aufgrund des Bevölkerungswachstums, das da teilweise noch der Fall ist, da ist das überhaupt kein Thema mit Google und Microsoft. China und Hongkong 15 Billionen oder 15%. Und Deutschland 2%, die UK 2,9, Indien 3,3, Japan 5, irgendwas. Also diese absolute Dominanz der Amerikaner, die gönnen sich da also eine wunderbare Assetpreisblase nach wie vor eben auch an den Aktienmärkten. Und hier jetzt das Problem, dass die Unternehmen natürlich riechen, spüren, dass die Zeiten härter werden, dass die Kosten zu hoch sind. Was macht man? Man reduziert die Kosten, das bedeutet Mitarbeiter entlassen. Google jetzt die nächste in der Reihe, die 12.000 Stellen streichen. Es geht hier um die Margen. Sie versuchen, ihre Margen also zu halten. Zero Hedge hier mit diesem Tweet. Liebe Unternehmen, wenn ihr euren Aktienpreis wieder nach oben kommen lassen wollt, dann entlasst doch einfach 10% eurer Belegschaft. Bums, und genau diese Aktien, die das tun, oder die Unternehmen, die das tun, deren Aktien steigen dann jeweils immer. Das ist sozusagen die Krux an der ganzen Geschichte oder das Absurde an der ganzen Geschichte. Und heute zum Beispiel auch gut am Start in Microsoft, von der Jim Cramer, der beste Kontraindikator der Welt, kürzlich gesagt hat, ja, also ich sehe da überhaupt keine gute Perspektive, wenn die 5% ihrer Belegschaft entlassen, aber Microsoft, ich hatte das schon mal gesagt, ist in ChatGPT investiert. Das ist sozusagen ein echtes Asset aus meiner Sicht. Dann Jim Cramer zum Beispiel, nur um mal zu illustrieren, wie gigantisch gut er die Dinge einschätzen kann, kauft Alibaba, kauft Alibaba, kauft Alibaba. Und genau am Tiefpunkt sagte er, also man kann in solche Werte einer kommunistischen Diktatur nicht investieren. Und jetzt sehr aufgepasst, meine Damen und Herren, hier auf CNBC wird Cramer gefragt, ja, guck mal die Aktienempfehlungen von Credit Suisse an. Da ist eine Apple, eine IBM und eine Flex. Und der Cramer sieht sich das an und sagt, ja, top, top Einschätzungen der Credit Suisse, die ja extrem erfolgreich ist, wie wir wissen, so ähnlich erfolgreich wie Jim Cramer. Also wenn Jim Cramer das für gut befindet, meine Damen und Herren, dann sollten Sie da mal aktiv drüber nachdenken, was das für Sie bedeutet. Und was an den Märkten sich immer wiederholt, ist derzeit schlichtweg diese Gier, diese Hoffnung auf den Fed Pivot. Jedes Mal, wenn zum Beispiel der CNN Fear and Greed Indicator wieder nach oben schießt, bestimmte Höhen erreicht, dann ist das Top erreicht. Das zeigte diese Grafik wunderbar. Und wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, eine meiner allerbesten Freundinnen, Claudia Kempfert, die in dem Institut meines drittbesten Freundes Marcello Fraccia, DWI in Berlin, tätig ist. Die hat ein neues, wunderbares Buch geschrieben, Schockwellen, wo sie über die bösen Öl- und Gaskonzerne schreibt, die also völlig irreführenden Bemerkungen und Behauptungen über die Klimakrise machen würden, über die Notwendigkeit, die fossilen Energien endlich einzustellen. Ja, wenn das ginge, dann wäre ich absolut dafür, Frau Kempfert, aber es geht leider noch nicht, denn alles andere ist ein Wunschgedanke. Solange alternativen Energien nicht speicherbar sind, brauche ich eben andere Energien, ob Gas, ob Kohle,
oder eben eine Atomkraft. Ich brauche andere Energien. Alles andere ist Wunschdenken, solange diese erneuerbaren Energien nicht wirklich speicherbar sind. Und ich kann mit Wunschdenken leider keine Politik machen, sondern nur mit Vernunft. Und hier diese böse Lobby, angeblich der Ölindustrie, die ohnehin schon auf dem Rückzug sind. Wir sehen ja, dass da praktisch überhaupt keine Investitionen mehr erfolgen. Aber auf dem Vormarsch sind eben grüne Lobbyorganisationen, über die auffallend wenig berichtet wird. Das sehen wir hier mal, die unterschätzte Macht der grünen Lobbys. Da gibt es einige, die sich da richtig schön die Taschen voll machen, und auch die Klimaaktivisten wie Luise Neubauer, die ja praktisch wahrscheinlich bei den Fluggesellschaften schon ihre Meilenbonusse bekommen wird, weil sie so aktiv immer von Lützerath nach Davos, und dann darf sie schön ihre Texte aufsagen und darf sagen, ja, an Lützerath entscheidet sich, ob wir das Klimaziel erreichen. Was absoluter Bullshit schon deswegen ist, weil eben in Europa praktisch ein festgesetztes Limit von CO2-Emissionen ist. Und wenn Deutschland mehr emittiert, dann wird ein anderes Land in Europa weniger emittieren können. Lützerath hin oder her, von China brauchen wir gar nicht sprechen. Also das zeigt so ein bisschen diese, ja, ich finde es schlichtweg unvernünftig. Ich hätte es ja, fände es gut, wenn es funktionieren würde, aber es funktioniert halt leider nicht. Da muss man realistisch bleiben und eben einen pragmatischen Weg gehen. Das passiert nicht, nicht wirklich pragmatisch, wenn ich das noch abschließend bemerken darf. Heute vor 100 Jahren, genau, haben die französischen Besatzungstruppen, die ja das Rheinland besetzt hat, da haben damit praktisch die gesamte oder die zentrale Industriegegend Deutschlands außer Gefecht gesetzt, haben daraufhin Streiks der Arbeiter, daraufhin die Regierung den Streikenden Löhne bezahlt. Daraufhin haben die französischen Besatzungstruppen dann praktisch Finanzämter und Zollämter beschlagnahmt, um sich da das Geld zu sichern. Also das ist der Beginn der Hyperinflation in Deutschland, und wir haben gehört von Frau Lagarde, dass sie das also unbedingt verhindern wird, und ich glaube ihr das natürlich total, ja. Frau Lagarde ist da mit einem Track Record versehen, der ist wirklich unglaublich. Abschließend zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Immobilienkredite, passt zum Thema Assetpreis, Rezession. Über 175 Milliarden Dollar sind bereits notleidend bei den Krediten, und dann eben dies, was ich mit England bereits angemerkt hatte, wie Inflation den Konsum einbrechen lässt. Da sehen Sie, wie das, mit welcher Logik sich das aufspult. Die Briten sind uns da wahrscheinlich noch ein Stück weit voraus, aber wir werden auch in diese Richtung gehen. Zwei Artikelempfehlungen. Jetzt empfehle ich ein schönes Wochenende und sage Servus, ciao.